So, herzlich willkommen zurück zu Clicker Hero Folge 18. Ja, Dinge sind geschehen und zwar, genau, wir sind bei Frostleaf nahe Level 8000 und was das heißt, wissen wahrscheinlich alle. Oh, ein Fisch. Ja, wir konnten auf Web kaufen. Das World Wide Web. Vielleicht ist das sogar daran eine Anlehnung, Fragezeichen. Egal, keine Ahnung. Genau. Ich habe jetzt beide gleich hoch aufgegildet, haben beide 160 Guilds. Und siehe da, er hat nur noch 1%. Das heißt, Frostleaf zu verwenden, bis wir an Web rankommen, macht auf jeden Fall Sinn, aber ab dann auch nicht mehr. Das heißt, wir werden ab jetzt definitiv auch wieder, ne, so wie wir halt früher gemacht haben, Frostleaf. Und dann werde ich offscreen irgendwann mal, wenn denn, ne, Web kaufen. Ich werde den ab jetzt immer World Wide Web nennen. Ja. Interessiert mich jetzt gerade wirklich. Wie wird denn so geschrieben? Web war. Was? Weber oder Web? Web war. Web war Wett. Ach, das ist. Ah, okay. Ist also keine Anlehnung an irgendein Wortspiel, sondern so heißt ein ägyptischer Gott. Lol. Das macht die Sache ja noch abgefahrener. mal Deutsch hier machen, wenn es sowieso schon in Deutsch gibt. Okay, dieser ist ja mal viel kürzer. Okay, sagt mir gerade gar nichts. Oh, ägyptischer Krieg zum Totengott. Sind in Ägypten nicht alles Totengötter? Einfach so eine Doppelattribut, ne? Gott des Krieges und des Todes, Gott der Fruchtbarkeit und des Todes, Gott der Ernte und des Todes, Gott des Todes und des Todes. Okay, mythologische Verbindung. Ist doch egal. Auf jeden Fall ist scheinbar ein ägyptischer Gott. Interessant. Ich dachte echt, ist jetzt gerade eine Anspielung an World Wide Web, weil World Wide Web, ne? W war W, ne? Es ist erschreckend ähnlich, oder? Oder nicht? Ja, gut. Genau, also auf jeden Fall war lange Rede gar keinen Sinn. Genau, wir machen auf jeden Fall so, wie wir früher gemacht haben, bis Frostleaf und springen dann direkt zu Web Wettel. Also können wir alle anderen schon direkt minimieren, die bringen uns sowieso auf Dauer nichts. Haben wir wieder unseren schönen Regenbogen, den ich optisch gesehen echt geil finde. Wenn ich weiß, was ich meine, das hier ist eindeutig ein Regenbogen. Ja. So, das heißt, in der Ascension können wir jetzt nicht mehr allzu viel machen. Wir ascenden also auch gleich mal. Ja, genau. So. Dann schaffen wir gleich mal wieder die ganzen Guilds um. Dann haben wir schon mal 350. Nicht schlecht. Wie sieht's hier aus? Gerade mal 14. Wie gesagt, wir werden mindestens zwei Transcendents noch brauchen, um auf hier alle auf Level. Ja, eben. Wir brauchen alle noch mindestens eine Transcendent, um alle auf Level 5 zu heben. Aber alle um ein Level zu erhöhen, macht keinen Sinn. Also, nee, das lassen wir definitiv sein. Das heißt, wir werden diese Transcension vielleicht noch ein bisschen länger ziehen lassen. Weiß ich noch nicht so ganz. Puh, keine Ahnung. Keine Ahnung, wie wir das machen. Erstmal einmal klicken hier. Pup. Kriegen wir direkt mal ein bisschen Gold. Oh, wir können direkt schon sogar schon 100er kaufen hier. Das ist nicht schlecht. Dann mach du mal hier. Mach du mal. Und dann immer gib ihm. So. Wir haben 7E11. Das heißt, wir werden zuallererst mal gucken. Wow. Wir können direkt hier 10 Level kaufen. Digga, was ist geschehen?
Habe ich irgendwas kaputt gemacht? Warum sind wir auf einmal so... Moment mal. Wie hoch war jetzt gerade der Sprung? Ja, okay, war wieder... Was ist denn das hier? Ja. Genau. Wir haben wieder gerade... Also, das ist 100-fache, ne? Also... Ja gut, vielleicht weil ich jetzt auch auf Wett umgestiegen bin und das natürlich ein ganz schöner Booster ist. Oder war. Wahrscheinlich deswegen. Aber es ist natürlich cool, wenn wir hier direkt 10 Levels kaufen können. Denn bei dem netten Herrn hier auch. Und die anderen sind ja alle auf Level... Ne, die sind auch alle 25. Na, die anderen mache ich aber nicht auf 35. Das wäre mir zu teuer. Ich glaube, die anderen mache ich alle auf Level 30. Na, ja, dann habe ich quasi die wichtigsten, ne? Die wichtigsten sind auf 35, die nicht ganz so wichtigen, denn auf Level 30. Da haben wir da immer noch ein bisschen Diversität. Aber, ne? So. 35, 30, 30, 30, 30, 30, 35, perfekt. So, gut, dann gucken wir mal ganz kurz. 10.000, ja. Was hatten wir davor? Davor hatten wir... Hallo? Da. 2E4. Okay. Dann machen wir jetzt 2E5, kriegen wir locker hin. 3E5 wird schon... Ich gehe mal auf 3E5. Das heißt, dann brauchen wir überall von 2E4 auf 3E5 haben wir quasi 2,8E4. Ich hoffe mal, ich mache jetzt nicht alles komplett kaputt hier. Ja! Wow! Mein Gott! Mit wissenschaftlichen Zahlen rechnen macht irgendwie Spaß. Ich meine, ich habe darin ja ein bisschen Übung. Oh. Ja. Ein bisschen Übung. Aufgrund dessen, dass ich ja hier. Ja, super. Was wollte ich sagen, wenn ich lüge? Oh mein Gott, was haben wir getan? Wenn ich jetzt alle respecken würde, wie viel würde ich denn zurückbekommen? 5E11. Macht das Sinn? Macht das überhaupt Sinn zu respecken oder sagen wir einfach, okay, komm. Läuft doch eigentlich relativ gut. Dieser scheiß Nagernaut natürlich. Ah. Wann habe ich denn zuletzt gespeichert? Um 9.05 Uhr? Das ist jetzt knapp 2 Stunden her. Nein, 3 Stunden. Nein, doch 2. Was? 9.25 Uhr? 1, 2, ja doch, fast 3 Stunden. Das ist jetzt natürlich ein bisschen total blöd. Okay, komm, lass mal einfach so. Ja, der braucht auch noch. So, was wollte ich jetzt gerade? Genau, nee. Was ich gerade sagen wollte, ich habe ja mit wissenschaftlichen, also hier mit dieser wissenschaftlichen Darstellung rechnen, ja mittlerweile ein bisschen Erfahrung, da ich ja ne, selber eine Library dazu erstellt habe. Ja. So. Warum hängst du denn hier gerade? Ach so, na, weil es jetzt hier auch diesen, den Damage hier gerade schon runtergezogen hat. Das ist natürlich ganz schön heftig. Na gut, was soll's. So, dann also einmal alles von vorne. Äh.
Genau. Du warst Power Search, genau. Du warst Mitteldetektor, ansonsten dennoch. Nein, du. Dich auf jeden Fall. Dich auf jeden Fall. Nee, genau, den können wir auch. Der hier, den brauchen wir nicht, weil der ist Golden Klicks. Genau, so war das. So war das. Golden Klicks, die brauchen wir gar nichts. Das war, genau, die hatten wir auch genommen. War das schon alles? Oder übersehe ich jetzt gerade noch was? Nö, es müsste alles gewesen sein. Ach hier, einer der wichtigsten, hallo. Gut. Ich bin gerade echt am Überlegen, bei dem hier bin ich gerade die ganze Zeit am Überlegen. Ich glaube, den machen wir auch einfach. So, jetzt haben wir, genau, okay. Also, alles mal von Anfang an. Euch hatte ich gesagt, auf Level 30. Muss natürlich erstmal gucken hier. Ach Gott, Alter. So. Du warst Level 35. Ist jetzt natürlich extrem teuer. Heilige Scheiße. War mal ganz kurz. Wir haben zwei E-Ölf jetzt quasi verloren. Ach, weil ich jetzt auch auf 36 gegangen bin. Ach Gott. Ja. Die sind ja schon alle Level 1. Das heißt, ich darf nur 34 gehen, um auf 35 zu kommen. Ach, Ronny, ey. Es ist da einfach zu warm. Ja, hier habe ich jetzt mit auch 30 Level gekauft. Oh, ey, darf ich mich bitte selbst schlagen einfach? Ich habe gerade überhaupt keinen Bock mehr. So, 29, danke. Danke. Danke, das gibt eine Katastrophe. Ja, du auch. Gott, hier oben ist. Warum quetschen sich alle teuren nach hier oben? Ist ja. Hier sind ja quasi nur teure. Ach nee, du bist ja gar kein teurer. Ach, Alter. Okay. Ich sollte vielleicht speichern, bevor ich hier was ganz Dummes mache. Einfach mal präventiv speichern. Ja, ich warte mal hier. Danke. So, noch ein teurer? Nö. So, den hatten wir auf, was hatten wir jetzt? 3E irgendwas. 3E5, ne? Hä? Ach, so. Erstmal diese scheiß krumme Zahl wieder rausbekommen. Genau, und jetzt noch mal zwei, bam, so, 3E5, genau, so, machen wir am besten einfach so, indem wir hier einfach manuell immer die Zahl eingeben, also, ne, 3E5 ist ja nichts anderes als eine 3 mit 5,0, also so hier, und dann machen wir daraus einfach eine 2 mit 5,9, haben wir quasi, ne, genau unsere 30.000, wenn man da diese einfach dazu nimmt. Bam. Bei dem auch. Bei dem auch. Den müssen wir diesem überspringen. So, warten wir ganz kurz. Ist das überhaupt richtig so? Wir haben hier oben einen teuren. Also unsere Heroes sollte das mittlerweile komplett aufgebraucht, weil ich jetzt auch noch ein Level dazu gekauft habe. Danke dafür. Gut, na dann nehmen wir mal dich hier. So lange bis es anfängt weh zu tun, also ungefähr, ne? Jetzt kriegen wir 1,8 E, das kriegen wir auch noch hin. So, aha, jetzt geht's auch weiter. Sehr schön.
trotzdem würde ich nochmal gucken, ob wir jetzt hier noch irgendwas vergessen haben. Golden Clicks, das. Skill Cooldown brauchen wir nicht. Super Click, Cooldown, Golden Click. Nö, alles andere. Sieht soweit gut aus. Das könnte. Nee, bringt gar nicht. Guck mal. Bei Level 5 gerade mal 0,04%. Eigentlich ist der Faktor, ne? Ja, hier, das ist der Faktor. Trotzdem. 4% bei Level 5. Das ist genau gar nichts. Das hier würde vielleicht schon ein bisschen Sinn machen, aber ganz ehrlich, nein. Gut, dann geht es hier weiter mit unseren wunderbaren Helden. Können wir mittlerweile auch schon 1000? Ne, 1000 gibt es ja gar nicht. Kann man hier nicht sagen, irgendwie 1000 kaufen? Nö, lol. Na gut. So, Masu, Armenhorn, Bestlord, lalala, Athena, Aphrodite. Bam, bam, bam. Und du kommst darauf. Sehr schön. So, was willst du schon wieder hier von mir? Oh, schon Level 45. Bringt uns leider genauso wenig. Level 6, wow. Na, egal. Einfach ignorieren. So, genau, hier haben wir jetzt alles. Hier hat sich nichts getan. Der braucht noch 4 Stunden. Ja. Dann sieht eigentlich soweit alles im Rahmen der derzeitigen Möglichkeiten dank Aktion XY soweit gut aus. Ja. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Und wir haben. Ja, also das mit Wakamaru hier auf Level 35 heben, macht auf jeden Fall schon ordentlich Unterschied. Das geht jetzt richtig ab hier. Holy shit. Holy shit. Primal Chance 81%. Heilige Kacke. Und wir haben die hier unten noch nicht mal gelevelt. Ich meine, gut, sind die ersten 500 Level, da ist es nicht schwer, aber im Vergleich zum Anfang ist es schon, ich meine, ne, Unterschied zwischen 30 und 80% ist schon nicht schlecht. Wie gesagt, wenn wir später irgendwann in die ganz hohen Level vorstoßen, dann müssen wir natürlich dann die unten, ne, bei den unteren, ne, Babos und sowas, oder wie der da hieß, der das da macht, ein bisschen erhöhen, deren Effektivität, aber ganz ehrlich, bis dahin haben wir noch Zeit. War das überhaupt Babos? Berserker, Kronos. Oder hieß der hier Babos? Ne, der hieß. Boah. Dora, Kronos. Doch, Babos, genau. Babos müsste der sein. Der. Was macht? Bin ich jetzt bescheuert? Admin ist doch das. Er war Babos. Season Agent. Babos, 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 Babos. Babos, 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 Babos. Ach, der. Ach, mit dem Boss Live, ja, du. Ne, genau, wir brauchen hier vor allen Dingen halt Admin. Also, den Typen brauchen wir. Ach, guck mal, den haben wir doch schon hochgelevelt. Stimmt, ja eben, die haben wir schon hochgelevelt. Ich bin auch ein bisschen ey. Ich muss ins Bett. Es ist definitiv zu warm. Definitiv zu warm zum Denken. Eben, die haben wir ja schon hochgelevelt. Die wir nicht hochgelevelt haben, waren ja die für Goldkisten und so ein Scheiß. Ne, und ist ja auch noch relativ ähnlich. Ich meine, 7% Treasure Chest Chance, was immer noch ein Zungenbrecher des Grauens ist, ne? Eben, aber die anderen beiden haben wir ja schon. Ja gut, das erklärt einiges. Dezent. Ein wenig. Gut. Ja. Dann soll es das mit der Folge auch soweit schon mal gewesen sein. Dann speichern wir. Wir sollten vielleicht auch mal immer vor den Folgen, also am Anfang der Folge auch mal speichern, ne, dass wir nicht in den Folgen Scheiße bauen. Ja. Wir eine gewisse Möglichkeit haben, das Ganze zurückzuspielen. gut. Ich meine, gut, es gibt zum Glück diesen Respec-Button, aber man hat gesehen, wir hatten 7E5 und haben durch Respec kamen wir nur wieder auf 5E5. Also man hat da schon ganz schön heftigen Verlust.
Aber ne, bei so ganz harten Patzern wie gerade eben ist das zumindest eine gute Alternative. Weil der Damage, den wir hier oben haben, ist echt nicht zu vernachlässigen. Wir können natürlich auch sagen, okay, wir holen uns hier nochmal diesen Morghulis. Weil ne, die Sachen, die wir hier reinstecken, die sind ja quasi, ne, ist ja im Moment bei ihm festgesetzt. Die kriegt man da auch nicht mehr raus. Aber genau, weil man die da auch nicht mehr rausbekommt, mag ich das persönlich eigentlich nicht so sehr. Das müsste man überlegen. Ich persönlich habe den Typen halt nie verwendet. Nee. Lass mal stecken. Okidoki. Ja. Dann würde ich mal sagen, das war's mit der Folge. Dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis denn dann. Gespeichert habe ich. Gut. Dann kannst du weg. Tschüss.